Was geht ab, meine lieben Minecraft-Freunde? Willkommen zu dem fünften Teil von der Command-Reihe, der Top 3 Commands. Und ja, wir sind hier heute wieder ganz entspannt in irgendeiner Welt, wie an jedem Samstag. Und ja, wenn ihr auch rote Hunde haben wollt oder Schleimgötter, dann würde ich sagen, alles weitere nach dem Intro. Ja, hier sind wir in der Welt und ja. So, dann holt euch schon mal einen Zettel und einen Stift, denn es gibt vieles zum Abschreiben. Ich spezialisiere mich ja extra darauf, dass ich euch jetzt nicht überfordere. Von daher habe ich jetzt erstmal auch wirklich nur drei Commands, also sprich ein Command pro Befehl hier in der Welt. Und ja, das sind die drei. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten. Wir gehen rein, ihr stellt diesen auf Wiederholen, bedingungslos benötigt Redstone und gibt diesen Befehl hier drin ein. Execute at e type slime, zblock slime 0 keep, also und minus 1 natürlich nicht vergessen hier zwischen den Wellchen. So, wenn ihr das dann auch gemacht habt, dann ist es eigentlich ganz einfach, was ihr machen müsst. Ihr braucht eigentlich nicht mehr als ein Schleim. So, und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr nochmal in die Welt rein. Ich meine nicht Welt, sondern Command. Genau, und dann geht ihr hier auf immer aktiv, somit ist dieser aktiviert. Und wenn ihr jetzt einen Schleim platziert, jetzt passt mal auf, dann werden diese ganz schön abgehoben. Die kommen gar nicht mehr runter. Die gehen einfach immer weiter hoch. Und theoretisch, ich möchte jetzt eigentlich euch das mal richtig präsentieren, wie die dann aussehen nachher. Aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel hier, wenn wir jetzt alles gleich voll haben hier. Obwohl, wir können es ja eigentlich mal probieren. Okay, wir machen jetzt einfach ein paar mehr. So, jetzt haben wir hier ganz, ganz viele gespawnt. Und jetzt mache ich einmal den Befehl kill at e, weil somit werden die vermehrt. Die kriegen ja Kinder. Und genau. Ich mache jetzt einfach mal immer aktiv nochmal an. Und jetzt passt auf. Freunde, meine Welt, die hängt auch ein bisschen jetzt. Ich glaube, das ist voll normal. Bei so einem Chaos. Ich hoffe auch, dass wir die Command-Blöcke gleich wiederfinden. Und wir warten jetzt einfach, bis alle hochgegangen sind. Ja, 100 Jahre später. So, wir haben den Command-Block beendet und wir gucken jetzt mal, was hier passiert ist. Es fallen jetzt sehr viele Schleimis runter, die Armen. Ja, und somit kommen wir auch schon zum nächsten. Obwohl, wir müssen hier einmal kurz uns freibauen. Ihr seht ja, ein normaler Wolf sieht so aus. So, für unseren nächsten Befehl geben wir Impuls, bedingungslos benötigt Redstone ein. So, wir geben ein, Summon Wolf, welchen, Minecraft, Doppelpunkt on tame. Und wenn wir das machen, dann haben wir einen roten Hund. Das war die Nummer 2. Wir kommen direkt rüber zur Nummer 3. Und dieser Command ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Wir haben hier einmal wiederholen, bedingungslos und benötigt Redstone. Und der jetzige Command heißt execute at a, welchen, Partikel, Minecraft, Rising, Water, Dust, Partikel. Und dann nochmal welchen. Wenn ihr den hier auf immer aktiv stellt, dann... Okay, jetzt wird hier wieder alles voll gespammt, ihr seht das schon. Also hier links der Chat, da geht ihr einmal auf Game Rule und dort ändern wir einmal die Output-Ausgabe und stellen diese auf False ein. Wenn wir das nämlich gemacht haben, kriegen wir keine weiteren Command-Nachrichten mehr, dass hier irgendwas verschoben wurde oder so. Das ist natürlich sehr nervig und ja, ihr seht jetzt gerade schon die Partikel, die hier sind, passend zum Redstone-Hund. Ihr habt natürlich die Wahl, ihr müsst nicht diese Partikel eingeben. Ich habe euch mal eine Webseite in die Videobeschreibung gepackt. Bei der könnt ihr sehen, es gibt natürlich verschiedene Partikel. Es ist natürlich klar, es gibt nicht nur die Redstone-Partikel. Ja, somit habe ich eigentlich alles gesagt und das Video ist eigentlich somit vorbei. Bis zum nächsten Video und genießt das schöne Wetter. Wir hören uns.